So, die letzten zwei Aufgaben und dann bin ich schon fertig. Klick, klick und Feierabend. Oh Mann, ey. Hä? Was? Rexy, Rexy, Was? Was? Rexy! Was ist denn los? Was wollt ihr? Du weißt gar nicht, was Jimmy und ich gefunden Oh, lasst mich haben! raten. Ihr prankt mich schon wieder. Sag's ihm, Odi! Wir pranken dich nicht, Rexy! Wir haben ein Loch mit Lava gefunden! Okay, und jetzt? Was soll daran jetzt so gewöhnlich sein? Der Stadt, du Doofkopf! Natürlich, als hätten wir ein aktives Vulkan unter unserer Stadt. Ja, natürlich, Was Odi. gibt's das ehrlich so hier? Genau, Ja. Jimmy, komm schon, wir zeigen's ihm, komm Oh. schon! Komm. Leute, meint ihr nicht auch, das ist ein Prank von den beiden? Also ich glaube, das ist ein Prank. Aber wir gehen uns das Ganze mal genauer anschauen. Ich meine, ein aktiver Vulkan unter unserer Stadt, sowas gibt's nicht. Das hätte ich schon gewusst. Und meine Messsysteme hätten das schon gesehen. Ja, Komm Odi, jetzt, ich komm komm schon. jetzt! Schau, das So. ist genau da, wo wir unsere ganzen Spielzeuge aufgebaut haben. Und schau mal! Genau. Fall da nicht rein, das ist gefährlich! Ich fall da nicht rein. Ihr hattet recht. Aber wie kommt denn der Vulkan hier hin? Weiß ich nicht, bestimmt ist darunter noch viel mehr Lava. Warte, ich will mal Nein, gucken. oh, Jimmy, warte doch kurz. Jimmy und Odi, wenn das tatsächlich ein Vulkan ist, der am Schlafen ist, dürfen wir ihn auf keinen Fall wecken. Das heißt, wir dürfen da nichts reinwerfen, wir dürfen da nichts Warmes oder Kaltes drüber gießen. Habt ihr das verstanden? Machen wir ihn einfach zu. Das Aber wenn funktioniert wir so nicht. Was das da denn? reinmachen, dann erlischt doch der Vulkan. Oh nein, Eben. auf gar keinen Fall. Wenn ihr den Vulkan aktiviert mit kaltem Wasser, dann explodiert er und wird richtig böse. Aber wir müssen vorher schauen, was uns da befindet, beziehungsweise was wir da unten alles noch finden werden. Okay, dann geh du ins Labor und recherchier. Jim und ich, wir Okay. passen auf. Okay, Jimmy? Okay, bis Genau. gleich. Boah. Bis gleich. Leute, wenn das wirklich ein aktiver Vulkan ist, der jetzt wieder am Leben ist, dann dürfen wir da auf gar keinen Fall Ärger machen. Ich muss schnell dahin. Oh, warum vibriert hier alles? Oh, ein Erdbeben. Oh nein, ich glaube, nein, bitte sagt mir nicht, dass sie den Vulkan aktiviert haben. Oh nein, Leute, wenn die jetzt da was reingeworfen haben, dann müsste jetzt gleich alles voller Lava sein. Oh, ihr Doofköpfe, was habt ihr gemacht? Gar nichts, das ist von selber passiert, stimmt's, Odi? Stimmt nicht, Jimmy! Jimmy hat da irgendwas Jimmy, du sollst da doch nichts reinwerfen, habe ich doch ganz klar und deutlich gesagt. Jetzt Aber siehst du, was passiert ist. meine Spielsachen sind da reingeflogen, ich will die rausholen. Reingeflogen? Du hast es reingeschmissen, du Blödmann! Nein. Ich werf da noch mal was rein. Boah. Nein! Oh, es vibriert alles! Jimmy, hör auf damit! Oh, nein! Ihr müsst damit aufhören! Lasst das sein! Da kommt immer mehr Bricks Okay, hier! Gar nicht okay. mehr auf. Hört auf, hört auf. Ihr dürft da wirklich nicht mehr dran rumfuchteln. Ihr geht jetzt alle nach Hause und ich gehe zum Labor, okay? Und hol meine. Hör auf damit, Jimmy! Das ist nicht witzig. Wenn der Vulkan ausbricht, dann ist hier alles unter Lava. Was verstehst du daran nicht? Dann verlierst du dein Zuhause, du verlierst Lumi, deine Diamanten und deine Switches. Willst du das? Solange ich mich nicht verliere. Bis später. Oh, der ist so ein Dummkopf. Odi, der spielt mit unserem Leben. Wir müssen auf ihn aufpassen. Odi. Ja, was denn, Briggs hier? Was macht der Trottel Aus da? dem Weg! Ey, hör auf Oh damit! Oh, nein! du. du Oh, ich glaube. Oh, es vibriert wieder alles. Odi, du musst auf. Du musst auf Jimmy aufpassen. Du musst jetzt Babysitter spielen, solange ich im Labor bin, okay? Ich will aber nicht, er ist so anstrengend, Brex hier. Es darf nichts mehr dem Vulkan näher kommen, hast du verstanden? Ja, okay, verstanden. Oh,
Leute, oh Mann, ey, wir haben ein Riesenproblem. In der Mitte scheint ein aktiver Vulkan am Leben zu sein. Und wir wussten davon die ganze Zeit nichts. All die Videos, die wir gemacht haben, und wir hatten keine Ahnung davon. Oh Mann, aber ich brauche jetzt deine Hilfe. Wenn du mal mit uns zusammen mitspielen möchtest und gegen den aktiven Vulkan arbeiten möchtest, dann lass jetzt auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das würde uns auf jeden Fall schon mal weiterhelfen. Ich muss jetzt erstmal zu meinem PC hingehen. So, und okay, wir müssen jetzt eine Analyse starten. Ihr seht links jetzt einen Balken. Wenn der Balken voll ist, dann kann ich mit Gewissheit sagen, dass es kein Vulkan ist. So, komm schon. Okay, die Analyse läuft und... Der Balken lädt nicht. Das heißt, er ist stecken geblieben. Oh nein, das heißt, wir haben wirklich einen aktiven Vulkan. Hört mal genau hin. Hört ihr das? Oh, okay. Ich muss die Jungs warnen. Oh, die Jimmy. Jimmy, oh. Wow. Fortnite, Fortnite. Und dann will ich meine Switch da reinwerfen und gucken, was passiert. Oh, die Jimmy. Was ist, Rexy? Rexy, Jimmy will seine Switch in den Vulkan werfen. Das darf er. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Leute, wir haben tatsächlich einen aktiven Vulkan, der wirklich gefährlich ist. Und meine Analysen sagen, wenn da noch was reinfällt, dann werden wir alle sterben. Jimmy, du darfst da nichts reinwerfen. Das ist wieder so ein blöder Prank von euch. Geht mir aus dem Weg. Nein, Jimmy, lass das sein, bitte. Hör auf damit. Vulkan, Vulkan. Jimmy, wir nehmen deine Switches weg. Hör auf damit. Na gut. Okay. Okay, schaut mal, das ist schon, das sieht schon ziemlich, ziemlich viel aus, Leute. Wir müssen uns jetzt wirklich Gedanken machen. Am besten ist, wir lassen den Vulkan jetzt einmal in Ruhe. Wir gehen schlafen und bereiten uns vor auf die Apokalypse, Dodi. Ich hab ne Idee. Was denn? Wir rufen einfach die Feuerwehr. Nein, das wird nicht weiterhelfen, Jimmy. Jimmy, komm da jetzt endlich weg, bitte. Okay, wir gehen jetzt alle nach Hause. Odi, du bleibst bei Jimmy. Ruf mich an, wenn irgendwas ist. Jimmy, okay, du hörst Rexy auf Odi, okay? Alles klar. Bis später, tschüss. Und gute Nacht. Gute Nacht, Rexy. Oh, Leute, das ist echt gefährlich, Mann. Oh, ich hoffe, wir kriegen das in den Griff. Weil, schaut mal, unsere ganzen Häuser sind teilweise aus Wolle. Und Schleimis, Lumis, Odis, Hannas Haus und auch Jimmys. Bis auf mein Labor. Das ist aus Beton. Aber, okay, ich darf nicht rumpaniken. So, ich gehe jetzt hier hoch und gehe schlafen. Ich bin auch wirklich müde und von hier oben kann ich den Vulkan auch beobachten. Oh, Erdbeben! Oh, okay. Ganz ruhig, Braxy. Keine Panik. Ich leg mich jetzt einfach schlafen. Nein. Alles wackelt. Wow. Alles brennt. Nein, mein Haus brennt. Wo sind die Jungs? Oh nein. Okay, ich muss die Steine holen. Leute, wo seid ihr? Wir bauen uns gerade hier hoch. Jimmy, komm hoch. Ich mach meinen eigenen Weg. Nein. Alles ist voller Lava, Freunde. Wo seid ihr? Mein ganzes Haus brennt. Da bist du ja. Okay, komm schnell. Wir bauen in die Mitte. Oh mein Gott. Der Vulkan ist ausgebrochen, glaube ich. Und der ist nicht komplett ausgebrochen. Odi, schau mal. Ja, ich sehe es gerade, Braxy. Aber schau mal, unsere ganzen Häuser. Alles wird kaputt. Oh, alles brennt. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Okay, Odi, ich komm zu dir. Warte. Warum ist der denn ausgebrochen, Braxy? Hast du Jimmy im Auge gehabt? Ich bin hinter euch und ich sag euch ehrlich, ich war das. Es tut mir voll leid. Oh nein. Leute, was hast du denn gemacht? Leid. Ich habe aus Versehen da was reingeworfen. Wir haben es dir doch gesagt, du sollst da nichts machen. Braxy, ich bin eingeschlafen. Oh Mann. Okay, Leute, wie ihr sehen könnt, ist mein Haus fast heil geblieben, weil das Lava nicht alles erreicht hat. Und Jimmys Haus ist auch heil geblieben. Und mein Baumhaus und Haus ist komplett zerstört, Mann. Oh, das tut mir leid, Odi. Du hast halt sehr viel mit Wolle gebaut gehabt. Okay, Leute, wir müssen irgendwie ein sicheres
Ein sicheres Haus über der Lava bauen! Sicheres Haus? Aber was ist, wenn die Lava steigt? Dann verbrennt doch das Haus! Aber nicht, wenn wir aus Stein bauen. Und weil Stein kann ja nicht verbrennen. Und wenn wir dann genügend Stein und vielleicht sogar ein Wasseraquarium machen, dann kann da nichts passieren. Du hast doch gesagt, Wasser bringt da nichts. Ja, aber er hat den Vulkan schon aktiviert, du Dussel. Aber du hast recht, Braxy, okay. Okay, dann bauen wir jetzt ein sicheres Haus hier drüben. Komm schon. Ja, macht weiter, baut weiter, los, schneller. Du musst mitbauen. Nein, ihr müsst das für mich bauen. Nein, wir bauen gar nichts für dich, wir bauen für uns was. Oh Mann, Leute, ihr seht, wir haben ein Riesenproblem und das werden wir auf jeden Fall nicht alleine zu dritt schaffen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du uns helfen würdest. Alles, was du dafür tun musst, ist, einfach ein Like dazulassen. Das würde uns schon viel, viel weiterbringen und uns helfen. Ja, genau. Okay, Timmy, was baust du da? Oh Leute, ihr habt das schon super gemacht. Wir haben ein kleines Steinhaus. Jetzt machen wir hier noch richtig coole Glasfenster aus Wasser. Schau mal. Ja, aber das Wasser wird uns jetzt abkühlen. Hast du genügend Wasser da? Ja, klar. Brauchst du noch? Ja, ein bisschen. Hier drüben fehlt noch. Ja. Oh, du bist der Beste. Danke, Odi. So. Hier. Und hier drüben. Perfekt. Eins machen wir noch hier. So, jetzt haben wir Glasfenster. Die sollten uns ein bisschen abkühlen, Odi. Aber wir brauchen noch die Betten. Jimmy, dein Haus steht ja noch. Können wir die Betten von deinem Haus nehmen? Nein, das sind angepasste Betten von mir. Ich hole sie trotzdem ab. Will ich wieder haben. Wir schlafen doch drauf, du Dussel. Können wir auch ein paar Switches haben, dass wir zocken? Das könnt ihr haben, aber meine Betten sind besonders. Die habe ich schon genommen. Und die Switches nehme ich mir auch mit. Oh nein, Leute, das ist echt, das sieht echt gefährlich aus. So, hier ein Bett und hier ein Bett. Okay, Leute, was könnte uns noch vor Lava schützen? Habt ihr eine Idee? Obsidian. Oh, sehr gut, Jimmy, sehr gut. Dann würde ich sagen, baust du mit Obsidian oben unser Dach nochmal richtig fest, okay? Mhm. Okay. Und Odi, hast... Ich hab noch eine Idee. Sag mal. Was ist, wenn wir Eis noch benutzen? Eis? Das uns abkühlt. Aber wo kriegen wir das Eis her? Du hast ja schon welches. Mhm. Wie cool. Ich wollte nämlich einen Eisschrank bei mir bauen, weil ich liebe Eisbreaks hier. Dann machen wir Eisfenster. Oh nein, Wasser! Oh, was hast du gemacht? Mach das zu. Okay, so. Jetzt nochmal, du Blödmann. Oh. Du darfst das Eis nicht kaputt machen. Ja, tut mir leid. So, jetzt haben wir Eisfenster und merkst du schon, es ist richtig kühl. Oh, das ist richtig schön. Oh, Erdbeben, oh. Festhalten. Oh, Jimmy, komm da runter, legt euch hin. Erdbeben. Dann halt dich fest. Halt dich auf jeden Fall fest. Oh. Du hast recht. Lass mich rein. Erdbeben. Hat's aufgehört? Es hat aufgehört. Oh. Alter, war das knapp. Ich hab Angst, Braxy. Ich will nicht mehr, dass das passiert. Ich auch nicht, aber das hättet ihr euch vorher überlegen müssen. Okay, Odi, wir lassen hier eine kleine Tür offen, okay? Oh, bei dir? Nee, hier, damit wir hier durchkommen können. Okay. Oh, es ist richtig schön kühl geworden. Perfekt. Jimmy, wie sieht's bei dir oben aus? Ja, super. Guck mal. Oh, richtig stark, Jimmy. Das machst du super. Okay, Leute, wir müssen aber noch irgendwie noch ein paar Verbindungen machen. Odi, hast du noch Steine übrig? Okay, denn ich sehe nämlich, du hast auch noch ein paar Kisten. Vielleicht können wir ja rüber zu dir und gucken, ob du da was hast. Das ist voll gefährlich. Ich habe keinen Boden mehr, Braxia. Ich weiß, deswegen brauchen wir die Steine. Und ich schaue drüben bei Lumi nach. Wo sind meine Steine? Ach, du brauchst welche hier, du Blödmann. Oh, danke schön. Okay, dann bauen wir ein paar Wege, okay? Okay. So, boah. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Lava steigt, Braxia.
Brexy! Die Lava darf natürlich nicht steigen, sonst sind wir wirklich am Ende, Odi. Oh Mann, ey. Okay, ich baue einfach rüber zu Lumi. So. Und. Oh, es ist so warm. Freunde, es ist so gefährlich. Schaut mal, alles ist voller Lava hier drüben. Und es ist so fürchterlich warm. Jimmy? Hast du zu Hause vielleicht was zu essen noch da? Ich muss gucken in den Kisten. Warum? Weil wir auch irgendwann Hunger bekommen. Rexy, ich hab hier richtig viel Schokokuchen noch zu Hause. Oh, richtig gut. So, ich bin bei Lumi. Aber er hat nichts auf dem Dachboden. Hast du was, Odi? Ich hab Schokokuchen. Warte, lass mich gucken. Was brauchen wir denn? Essen, halt irgendwas zum Essen, Odi. Ich hab nur Schokokuchen, Brexy. Ich hab Karotten. Karotten, das ist gut, das ist sehr gut. So, Leute, ich bin hier drüben. Was denn, wo denn? Hier, schaut mal. Bei dem Hotel? Mhm, wir haben schon Wege gebaut und ich schau mal, was es hier drüben geht. So. Okay. Oh, Leute, der Shop funktioniert noch und... Das Krankenhaus ist noch am Leben. Oh, cool, okay. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen wegen Ärzte. Ach, richtig, aber das Kino wird auch gleich überschwommen. Es ist schon fast bis zum Kino ausgelaufen. Oh, Erdbeben, alle hinlegen. Oh. Erdbeben, oh, Odi, halt dich fest. Oh, Brinks, ich bin nur auf einem Block. Oh, du musst dich, okay, es ist vorbei, Odi. Es ist vorbei, steh auf. Ich bin fast runtergefallen, Brexy. Oh, oh, nein, wir werden es schaffen. Okay, ich versuche mal zum Krankenhaus zu bauen, Odi. Warte mal, Brexy. Hörst du das? Ich glaube, es wird mehr Lava. Ich glaube auch. Oh Mann, ey. Wir müssen schleunigst in Sicherheit gehen, Odi. Okay, wir müssen noch mal zu unserem Haus. Jimmy, was machst du da? Ich will eine rote Fahne machen, damit uns Leute sehen. Boah, das ist eine Sicht. Das ist eine richtig gute Idee, stimmt's, Odi? Ja, aber weißt du, was noch besser wäre, Brexier? Was denn? Wenn wir Flugzeuge hätten und abhauen könnten. Oh, das stimmt, aber wir können unsere Stadt nicht allein lassen. Schau mal, alles ist voller Lava. Wie sollen wir das dann wieder reparieren? Schau doch mal, das ist ein riesiger Lava-Vulkan genau auf der Stadt. Mhm, ich weiß. Aber ein Lava zieht sich auch zurück und irgendwann muss er doch austrocknen, oder? Ich glaube, das funktioniert bei Lava nicht so, Brexy. Oh, okay, wir müssen erstmal schnell nach Hause. Leute, was können wir noch bauen? Schaut euch mal unser Haus an. Also, wir haben eine Wasserkühlung und wir haben Eis aufgebaut, damit wir es drin schön kühl haben. Jimmy hatte eine richtig gute Idee und zwar hat er dort oben, schaut mal, eine rote Flagge gemacht. Das soll nämlich heißen, dass wir Hilfe brauchen. Und wenn du noch eine richtig coole Idee hast und eventuell mitbauen möchtest, dann lass einfach ein Abo da. Oh, ich bin fast runtergefallen. Jimmy, Odi. Essenspause, wir müssen was essen. Oh, Schokokuchen, komm schon. Okay, Jimmy, kommst du? Ich komme. Oh, hier ist das richtig schön kühl, Alter. Nein, Jimmy, nicht das Fenster kaputt machen. Wie kommt man denn hier rein? Hier. Genau. Oh, Essen. Leute. Oh, Erdbeben! Alle hinlegen. Oh, nein, Jimmy, leg dich hin. Es wackelt alles. Oh. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall alles richtig vibriert. Leute, guckt mal da drüben. Was denn? Oh nein! Ein Lava-Tsunami! Lass schnell nach oben, komm schon! Das überleben wir niemals! Oh mein Gott! Kommt, wir müssen rein in unser Haus! Macht alles zu! Kommt, Jimmy! Schnell! Mach zu! Jimmy, komm rein! Oh nein! Hoffentlich überleben wir das! Schaut mal! Oh mein Gott! Das ist einfach ein Lava-Tsunami, das auf uns zurast! Leute, wenn wir das nicht überleben sollten, sollt ihr wissen, dass wir... Nein! Jimmy! Was hast du gemacht? Nix, ich hab nichts gemacht. Ihr seid, hört mir zu. Ihr seid meine besten Freunde. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit euch Minecraft zu spielen. Du redest viel zu viel. Nein. Oh, die Lava hat uns gleich, Leute.
Leute, ich hab's euch nie gesagt, aber ich liebe euch. Ich hab's dir nie gesagt, aber ich war bestimmt 20 Mal in einem Labor und hab ganz komische Sachen gemacht. Hä? Das ist ja egal. Oh nein! Ich hab's dir nie gesagt, aber das ist alles nur ein Traum. Das, hä? Das ist ganz und gar nicht ein Traum. Oh, oh, das Wasser kommt durch. Oh nein. Leute, es hat Spaß gemacht. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn ihr genauso traurig seid wie wir. Checkt meine Freunde ab, die sind unten in der Videobeschreibung. Und checkt auch gerne diese zwei Videos ab. Ich würde sagen, das war's. Wir sind am Ende, Leute. Wollt ihr noch was sagen? Brexit!